auch noch etwas sagen. Die Grüne braucht ja. Du sag ich immer da auch was davon. Ja, ich muss auch was tun. Wenn ich rauche, dann bin ich genauso ein Mensch wie sie. Ich hätte unseren Freund Thomas bestellt, wenn ich vorhin nicht geraucht. Ich brauche den wirklich, aber ich tue das. Warum? Darum, wie schön sagt. Aber wie, ich rauche nicht mehr. Was kommt dann? Und das will ich nicht verlieren. Das ist alles, wo ich mich noch so weit als Mensch zeige. Kaffee trinken Sie ja auch. Ich auch, aber ich trinke es auch nicht mehr. Genauso und ja, wie ich es hier höre, was soll ich? Abschalten, niemand stehen. Das geht. Dann schalte ich mich ein, das heißt, bin ich eingeschaltet oder ja, ich zeige mich, so wie ich bin. So wie es nicht. Es ist gut, dass Menschen nicht wissen, wer ich bin. Wer braucht sich für das sagen, wer ich bin? Nein. Wer es weiß oder wissen sollte, der behandelt es für sich. Er überzeugt sich weiter. Und er weiß, wer ich bin. Allgemein bin ich für Sie der Körper.
Ich war gestern in Augsburg, habe einen kranken Menschen besucht, Versprechen gegeben hatte, ihn aufzusuchen. Liegt schon lange zurück. Ich bitte Sie aber, bevor ich Ihnen das sage oder sagen lassen will, dies nicht aufzufassen, als wollte ich Propaganda machen, als wollte ich mich reden hören oder dass Sie mich verehren sollen. Nein, verachtet werde ich genügend. Das genügt. Und wenn Sie die göttliche Hilfe erhalten haben, dann will ich nicht den Dank. Der Dank gehört nicht mir, er gehört dem Herrgott. Dem allein sind Sie zum Dank verpflichtet. Ich stehe vor Ihnen wie ein ganz kleines Werkzeug Gottes oder wie ein ganz kleiner winziger Transformator auf der Erde, der Ihnen das vermittelt, was Sie brauchen, um gesund zu werden. Ich brauche Ihnen nur ein Beispiel zu sagen. Wenn ich vor 30 Jahren Ihnen erzählt hätte, es gibt so ein Gerät, das, wenn ein Mensch, sagen wir in Berlin oder in München, kleine Kiste hört, was er spricht, das ist der Rundfunk. Empfangsgerät, das ist ein Sender und mehrere Empfänger. Der Mensch ist natürlich auf einen Weg gekommen, konnte aber das Natürliche nicht unterbringen. Die hohe Wissenschaft hat nichts unversucht gelassen, Dinge zu erforschen, die zwischen Himmel und Erde liegen. Auf dem künstlichen Wege haben sie es geschafft. Nicht nur allein im Rundfunk, nein, auch im Fernsehapparate, Fernsteuerung, Peilungen, Funkgeräte und so weiter. Genauso kann man Blitze hervorrufen. Man kann auch vieles mehr anstellen. Aber hier, wie der Mensch jetzt hier vor mir sitzt oder steht, so gibt es viele, viele Menschen mehr, die genau dasselbe empfangen wie Sie hier. Der Sender sendet. Ich sage schon, ich stehe wie ein kleiner Transformator hier auf dieser kleinen göttlichen Erde. Und ich komme deshalb auf den Rundfunk zu sprechen? Ich bin der Sender, der die Haiwelle sendet. Sie sind der Empfänger, der die Haiwelle empfängt. Rundfunk heute eine Selbstverständlichkeit, vor 30 Jahren nicht. Von dem kleinen Gröning haben Sie auch gehört. Genauso war damals der Streit wegen Rundfunk und Schallplattenindustrie. Die haben sich auch gezankt und heute sind es die Pharmazeuten, dass überhaupt das Grammophon früher erfunden wurde. Das waren die Techniker und heute sind es die Wissenschaftler und das Werk, das waren Spezialisten, die hierin ihr Beruf gefunden hatten. In diesem Falle sind es die Ärzte. Überlegen Sie, was ich Ihnen damit sagen will oder auch schon damit gesagt habe. Ich weiß, wir könnten Stunden, Tage, Monate sitzen und Sie würden auch nicht müde werden, aber das würde zu weit greifen. Ich will mich hier kurz fassen. Es ist eine gewisse Umstellung, um dieses alles unterbringen zu können, denn Sie können dies alles am besten verstehen, wenn Sie aus dem praktischen Leben praktische Dinge hervorziehen. Sie können auch fragen, tue ich recht, wenn ich diese oder jene Wege gehe und so weiter. Zurück zur Natur, die Verbindung, wie weit der Mensch heute mit allem verbildet ist. Brauche ich nicht zu sehen. Es hat aber kurz gesagt seinen wahren Menscheninstinkt verloren. Er kann nicht mehr geführt, nicht mehr ferngesteuert werden. Der Herrgott hat, weil die Menschen zu viel daran gearbeitet haben, die Führung verloren und sagt, nun wurschtelt mal rum. Ich weiß, dass ich verpflichtet bin, den Menschen das mit auf den Weg zu geben, dass sie sofort umschalten, dass sie den wahren menschlichen Instinkt wieder aufnehmen. Damit spreche ich jeden Menschen dieses an. Wie komisch, wie sonderbar das ist. Aller Anfang ist schwer. Aber wie ist das Empfang überhaupt, dass ich in der Lage bin, von hier aus Menschen aus aller Welt den Körper durchbluten zu lassen, ohne dass ich einen Namen, Wohnort oder Krankheit zu hören bekomme? Ich brauche nicht zu wissen, was ich hier in der kurzen Zeit schon geleistet habe. Nichts für mich, alles für den armen Kranken. Das ist so groß und so wertvoll für den Kranken. Das sind satanische Menschen gewesen, die sich von Satan nicht mehr lösen konnten. Auch da könnte ich Ihnen vieles erzählen, wie diese Menschen aussehen, wie sie sich regen und bewegen. Und viele sind so verführerisch, ihnen sieht man es gar nicht an.
Ich habe in Herford gesagt, dass in Zukunft jeder seinen eigenen Arzt sein kann. Das heißt, er wird so gesteuert vom Herrgott, dass er die Heilquelle automatisch empfängt. Wenn er sich dem Herrgott beugt, wenn er weiß, dass er seinen Herrgott gibt, wenn er das größte Bestreben hat, in diesem wahren göttlichen Glauben zu leben, nicht nur in Worten, sondern in der Tat. Viele Menschen sagen, jawohl, ich gehöre diesem und jenen Glauben, jene Religion an. Ich gehe zur Kirche, ich bete, ich tue so manches, das heißt, ich glaube an Gott, wie hier manche Menschen sagen. Ich glaube an Gröning, damit ist es nicht getan. Richtig ist es, wenn sie tatsächlich nacherhalten, was sie für gottgläubige Menschen seien. Nicht nur zur Kirche gehen, um dort ein Gebet herunterzuleiern. Nein, sie sollen auch zeigen, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie in dem Herrgott ihren Vater sehen. Gott ist unser Vater, Schöpfer unserer Erde. Er hat den Menschen den Auftrag gegeben mit den Worten, wachset und vermehret euch. Er hat die Erde zum Paradies geschaffen, der Mensch soll sie in Ordnung halten. Was tut und was tat dieser Mensch? Zerstörung, warum? Weil er tatsächlich den Satan verfallen ist. Er wäre das nicht, wenn er den wahren menschlichen Instinkt behalten hätte, denn den hat er verloren, den will ich ihm wiedergeben. Der Mensch ist so weit gesunken, dass er vom Tier noch lernen kann. Das Tier hat seinen Instinkt behalten. Ich habe mich nicht verbilden lassen, wie die Menschen verbildet sind. So viele Bücher, das kann ja alles nicht festsitzen. Der eine schreibt so über das Thema und der andere schreibt anders. Was ist richtig? Es gibt eine Verwirrnis. Wir Menschen können noch vom Tier lernen. Wir müssen zurückfinden, nicht um Tier zu werden, nein, um den menschlichen Instinkt wieder aufzunehmen. Nehmen wir die Ratte, wie sie dem Menschen schädlich ist und auf der anderen Seite doch nützlich. Wir sind auf seinem Schiff. Die Ratte weiß, wo etwas zu futtern ist. Genauso weiß, dass der Mensch, wenn dieses Schifflein droht unterzugehen, so verlassen die Ratten 24 Stunden vor Untergang das Schiff. Sie steigen aus. Wenn irgendwo auf einem Erdteil ein Erdbeben entsteht, das heißt, es ist noch nicht da, so geben sie nur Obacht, wie die Tiere das tun. Sie flüchten auch 24 Stunden vorher, ob Hund, ob Katze, aus diesem Umkreis. Das heißt, wenn ein Erdbeben im Entstehen ist, ehe es ausbricht. Wir können es im Augenblick nicht verstehen. Warum? Weil wir unseren Instinkt verloren haben. Fernsteuerung. Es ist nicht unbekannt, dass Flugzeuge, Schiffe, Panzer, Autos und so weiter ferngesteuert werden. Von diesen Dingen wissen sie genau, auch Spielzeug, wie es das Rundfunkgerät gibt. So könnten sie ja auch steuern. Und weil der Mensch die Fernsteuerung verloren hat, kann er von dem Göttlichen, von dem Himmlischen nichts mehr erlangen. Er ist außer Kontakt. Wie war ich wohl in der Lage, eine Fernsteuerung nicht nur aus Menschen, sondern, wie der Mensch sagt, an toten Gegenständen vorzunehmen? Tot, weil es eine Maschine ist, die von Menschenhand geschaffen. Dass ich diese Maschine abstelle, dass ich alle möglichen Motorräder, Apparate abschalte, wenn ich sage, hier ist mein Herr, darf ich Sie für das weitere Leben führen? Beantworten Sie mir diese Frage mit Ja, dann sage ich, seien Sie mir bitte nicht böse, wenn Sie sich ein Ziel in den Kopf setzen und dieses Ziel nicht erreichen, weil Ihr Ziel der größten Gefahr für Sie sein kann. Das können Sie sich aufs Motorrad, ins Auto oder in der Eisenbahn setzen oder setzen wollen. Sie werden das Ziel, was Sie sich an Ziel gesetzt haben, nie erreichen. Da droht die Gefahr, das Motorrad ist nicht imstande. Es fährt nach einer gewissen Grenze und bleibt stehen. Oder beim Rundfunk, da habe ich den Apparat abgeschalten. Ein, zwei in Frankfurt, den dritten, das sind alles nur Kleinigkeiten. Ich habe Ihnen das aber nicht erzählt, um zu prahlen. Ich bleibe nach wie vor der kleine Gröning. Ich mache auch manchmal meine Späßchen, natürlich nicht so oft, ganz selten, wenn ich gerade mal gute Laune bin. Dann bin ich auch mal Mensch und zeige, dass ich auch zu Ihnen gehöre.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl müssen wir ja nun haben. Ich bin weder eingebildet noch fernbildet. Das ist das Große und das Schöne dabei. Ich bin weder belesen noch habe ich eine menschliche Lehre angenommen. Sie könnten versuchen, so viel sie wollen. Sie können versuchen, mich umzuformen. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die keine Dummköpfe sind. Aber in jedem Satz werfe ich sie um. Was der Mensch kompliziert macht, mache ich einfach. Was er einfach macht, kompliziert. Ich werfe alles durcheinander. Zwischenruf von einem heilungssuchenden Herrn. Sie haben Ja gesagt, mein Herr, das soll geschehen. Aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie Ihr Ziel nicht erreichen. Ein Mensch muss eilen, er muss den Zug erreichen. Im anderen Fall geht ihm das Geschäft weg. Er hat es eilig, geht zum Bahnhof. Auf diesem Wege geht er in eine Parkanlage, erlaubt sich abzukürzen. Ein Beamter dieses Parks sieht es und sagt: Bitte Ihre Personalien. Der Mensch regt sich auf und sie kommen in Zank und Streit. Er kommt mit zur Wache, wirft um den Personalien befragt, währenddessen fährt das Züglein ab, ohne diesen Menschen. Er schreit und ist wütend. Ja, und sein Geschäft ist ihm aus der Nase gegangen. Aber eine Stunde oder zwei Stunden später, er hat alles durcheinandergebracht, gezankt, geschrien. Eine oder zwei Stunden später erfährt er, dass dieser Zug verunglückt ist und fast alle Insassen getötet. Jetzt geht er denselben Weg zurück und entschuldigt sich und bedankt sich noch. Deshalb sage ich auch, ich muss mich noch bei diesen Menschen bedanken, die nichts unversucht gelassen haben, mir an diesem Werke zu schaden. Auch diesen Menschen ist der Herrgott zu großem Dank verpflichtet, dass er ihm das Leben erhalten hat. Der Mensch denkt an sein Geschäft, um sein Leben zu erhalten. Das Schmutzige daran ist nur, dass er zu weit greift, nicht auf dem Geldsack sitzt und die Mitmenschen verkommen lassen. Das darf nicht sein. Das ist sündhaft und das kann der Mensch vor dem Herrgott auch nicht verantworten. Sonst habe ich nichts dagegen, ob der eine arm oder reich ist. Jeder so, wie er kann. Wer sich Mühe macht, wer Köpfchen hat, alles dran setzt, es muss auch solche Menschen geben. Zu Erich Kuhlmann: Bitte berichten Sie, was ich Ihnen gestern unter Beweis gestellt habe. Weil Sie nichts verlangt haben, will ich Ihnen diesen kleinen Beweis bringen. Gestern war ich in einer Umgebung von Menschen, die frei waren und ich habe arbeiten können und ich habe ihnen denn mehr mit auf den Weg geben können. Ich will sagen, das Leben aller Lebewesen auf dieser Erde. Dazu gehören nicht nur die Menschen, auch die Tiere, auch das pflanzliche Leben. Es entgeht mir nichts. Ich lebe zurück in die Vergangenheit, in die Gegenwart, in die Zukunft. Ich brauche nicht nur Bücher gelesen zu haben. Ich brauche nicht Länder aufzusuchen, um zu wissen, was dort ist oder nicht. Sie nennen es Geschichte. Eine schöne Geschichte, da haben wir viele Geschichten gehört. Es ist eine schöne Geschichte, das ist klar. Aber hier, gerade weil ich nicht belesen bin und weil ich mich nicht von Menschen habe umformen lassen, das können Sie auch noch haben, früher oder später. Fernsehapparat sein können, Sie auch. Sie können zurücksehen in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Da würde eine Woche nicht ausreichen, um Ihnen alles zu erzählen. Die Gangster haben ja nichts unversucht gelassen, das Material, das ich mir habe schriftlich festlegen lassen, mir aus den Händen zu reißen oder es nicht in meinen Händen gelassen zu lassen. Das haben sie mir deswegen abgezogen, damit ich ihnen nicht über den Kopf wachse. Ihre Augen waren klein, sie konnten nicht so weit sehen. Aber deshalb wollte ich Ihnen das von Herrn Kuhlmann erzählen lassen. Herr Kuhlmann darf ich verstehen, der früher auch geheilt hat und in Zukunft auch wieder heilen wird. Das heißt, er stand im Traberhof, auch als Heiler. Pustekuchen, ich will es Ihnen erklären.
Es ist irgendwo eine große Sache. Der Sender als solche, der die Menschen informieren will von dem Weltgeschehen. Da sind mehrere Sender angeschlossen. Hier heißt es, wenn ich Massenfernheilungen ausgeführt habe, hier ist der Sender Gröning und angeschlossen ist der Sender Kuhlmann oder wie sie alle heißen mögen. Und so ist es vorgekommen, dass Herr Kuhlmann mich in Herford und im Trabehof vertreten hat. Ich führe Massenheilungen durch, fragt er. Wann? Ich antworte, das gebe ich Ihnen schon zu spüren. Ich habe die Welle geschickt. Er ging hoch, jetzt kriege ich Strom, ist hinausgegangen und es war der Beginn der Massenfernheilung. Wie die Menschen dastanden, ich greife zurück auf den letzten, wo mir die Bestätigung gegeben wurde, dass ein Blinder sein Augenlicht wiedergefunden hat über die Massenfernheilung. Hier war eine Frau, die nur für den Blinden um Hilfe gebeten hat und dieselbe Stunde erhielt diese Blinde sein Augenlicht zu Hause. Es ist schon Menschen gegeben, die dem Kuhlmann gedankt haben für die Heilung. Er ist aber so ehrlich gewesen, dass er gesagt hat, nicht ich. Nicht ich bin der Heiler, sondern der Gröning hat seine Massenheilung durchgeführt. Es wurde Gelähmte geheilt, das wurde schriftlich festgelegt. Leider kann ich Ihnen dieses Material nicht mehr vorlegen, aber so wie Herr Kuhlmann unleserlich, so kann Sie als solche Menschen hinformen, die in meinen Auftrag heilen können. Hier ist ein Sender und angeschlossen sind die Sender. So geht das über die Menschen weiter, über alle Körper. Es geht dann auch ihr Wunsch in Erfüllung. Das greift nämlich gleich weiter, wie ich schon gesagt habe. In Zukunft ist fast jeder Mensch so sein eigener Arzt. Erich Kuhlmann. Wir waren gestern in Augsburg und haben einen Krankenbesuch gemacht. Wir waren längst in diesem Hause und plötzlich sagte Herr Gröning zu diesem Hausbesitzer, Ihr Haus steht nicht gut. Es läuft eine Wasserader unter dem Haus. Er bezeichnet genauso den Weg, dass sie quer durch den Raum ging, außerhalb des Hauses einen Bogen machte und wieder in das Haus hineinlief. Der Hauswirt musste das bestätigen. Vor 8 Jahren war ein Wunschelroutengänger da gewesen und hatte genauso dasselbe festgestellt. Dann sagte Herr Gröning plötzlich, in dieser Richtung und zeigte an die Wand, steht ein Baum. Wir gingen hinaus, traf genau zu, da stand ein Baum. Dann bezeichnete Herr Gröning eine weitere Stelle. Hier hat ein Raum gestanden, ja vor 20 Jahren. Es hatte 3 Ausgabelungen, eine Gabel ist abgesägt worden, hatte einen Wulst gebildet. Das wurde ebenfalls bestätigt. Herr Gröning zeigte auch den Verlauf der Wurzel. Der Hausbesitzer holte einen Spaten und grub nach, aber die Wurzel konnte nicht gefunden werden. Gröning sagte, ja, hier ist aufgeschüttet und die Wurzel ist früher mal entfernt worden, wo die Mauer läuft. Er hat die Wurzel daneben gesehen. Das stimmte auch. Ebenso bezeichnete er sämtliche Stellen, wo Bäume gestanden hatte, die beim Hausbau entfernt worden waren. Alles wurde bestätigt. Noch folgendes plötzlich sagte Herr Gröning zu dem Hausbesitzer. Sie denken jetzt an irgendetwas. Sie stören mich. Das traf auch zu. Der Hausbesitzer hatte sich plötzlich mit etwas anderes beschäftigt. Da war es dem Herr Gröning nicht mehr möglich, weitere Angaben zu machen. Nachdem er den Gedanken abgeschaltet hatte, ging es wieder weiter. Noch kurz die Schilderung von seinem Vorleben. Leben, Eheleben und so weiter. Das heißt, der Mensch wird genauso analysiert. Ich gebe das Leben nur ganz kurz zurück, blitzschnell. Genauso wie der Mensch glauben, wenn sie 8 Stunden schlafen sie, träumen 8 Stunden. Das sind aber nur Sekunden. Wenn sie irgendwo herunterfallen und wenn es nur 5, 6, 7, 8, 9 Meter sind, so geschieht das Fallen so, dass sie ihr Leben zurückleben. Der Soldat an der Front, bevor er zum Angriff ging, lebt blitzschnell das ganze Leben zurück. Und er war frei und konnte dem Feind entgegentreten. Wer es nicht macht, der brach in sich zusammen, schon vor dem Kampf.
Eine gelähmte Frau war in dem Hause. Herr Gröning hielt ihm einen sehr genauen Vortrag über ihr ganzes Eheverhältnis. Komplexe. Welche Fehler sie macht, die Frau konnte es nur bestätigen. Bruno Gröning. Dies ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich könnte wochenlang davon sprechen, doch dies ist vorerst unwichtig. Es müsste viele ihrer Berufe hochgehen, viele müssen nach Hause. Sie sind ja nicht hergekommen, dass ich sie Stunden vor oder tagelang festhalte. Aber ehe ich sie zur Heilung führe, muss ich ihnen helfen, muss ich sie auf den Weg bringen, auf den wahren göttlichen Weg. Wenn hier viele Katholiken unter ihnen sind, ist ihnen das nicht unbekannt. Ehe sie die heilige Kommunion empfangen, müssen sie in den Beichtstuhl, wo ein Geistlicher ist, und dieser Geistliche die Sünden beichten, all das, was sie als Sünde empfangen haben, all das, was sie Schlechtes getan oder auch nur gedacht haben. Wenn sie dann fertig sind, wird es immer wieder fragen, ist nicht noch etwas anderes? Haben sie nicht noch diese oder jene Sünde begangen? Er lässt nichts unversucht, sie an Einzelheiten zu erinnern. Und dann, wenn sie fertig sind, dann sagt er, zu Buße, beten sie dieses oder jenes Gebetchen oder was weiß ich, wie viele der als Buße auferlegt. Es kommt immer darauf an, wie viele Stunden sie als kleiner Mensch oder richtig gesagt, wie viele große Sünden sie als kleiner Mensch begangen haben. Und wenn sie die Buße getan haben, so können sie daraufhin die heilige Kommunion empfangen, aber nicht früher. Und wenn sie diese empfangen haben, einmal müssen sie auch nüchtern bleiben. Das heißt, sie dürfen vorher nicht gegessen haben. In meiner Heimat sind wir abends oder tags zuvor zur Beichte und am nächsten Tag zum Empfang der heiligen Kommunion gegangen, durften aber der 12. Nachtstunde keine Nahrung aufnehmen, nicht einmal trinken, sondern mit einem ganz nüchternen Magen zur Kirche gehen, um die heilige Kommunion empfangen zu können. Und dann fühlte es sich wie neugeboren. Er war frisch und frei, er konnte weder jenem Menschen in die Augen sehen und sagen, Gott sei Dank, dass ich diese Sünde, diese Laster wieder losgeworden bin. Aber es gibt auch Menschen, die sich dies zur Gewohnheit machen. Ich kenne Menschen von meiner Heimat aus, die tagelang dasselbe wiederholen. Es gibt auch Menschen, die nur wöchentlich, einmal monatlich, einmal auch im Jahr, nur einmal gehen. Welche sind jetzt die Besten? Ich sage noch wie vor. Einmal und das müsste genügen. Aber wer es nicht lassen kann, da der Mensch ja nur Mensch ist und leicht verführt ist, verführt zum Bösen und dann seine Sünden bekennen, sie bereut und die heilige Kommunion, das heißt die Heilung empfängt, der ist geheilt. Wenn er das Bestreben hat, ein guter Mensch zu bleiben, dann ist es gut. Wenn nicht, dann muss er dasselbe wiederholen. Jetzt vergleichen Sie bitte das mit dieser Heilung. Sie müssen selig vorbereitet sein, denn all Ihr Leiden ist selig bedingt. Ich bin mit den größten Kapazitäten von Ärzten zusammen gewesen, die alles bestreiten wollten und sagten, alles ist nicht selig bedingt, Sie haben sich geirrt. Und ich habe gesagt, Sie haben angenommen, dass ich mich geirrt habe. Ich habe Ihnen den Beweis gestellt. Die Tatsache ist, dass alle Leiden selig bedingt sind. Es gibt nicht ein Leiden, das nicht selig bedingt ist. Sie haben es nicht gewusst. Sie könnten ja das Leben nicht zurückleben. Sie leben oder leben das Leben ihrer Zeit, nicht anders. Nun gibt es auch Menschen, die zurückleben können. Das heißt, wenn sie hier und dort mal ein Büchlein gelesen oder wenn sie mit Menschen zusammengekommen sind, die nichts unversucht gelassen haben, sie aufzuklären. Wenn es eine gute Lehre war, ist es gut. Aber was wusste der Mensch von gut? Er sagte, ich muss es sehen, dass ich das erreiche, was ich für mein weiteres Leben und für die Nachkommenschaft brauche. Aber ob das gut oder richtig ist, seinem Empfinden nach. Naja, und dem wahren göttlichen Empfang nach. Nein, zu 99% nicht. Er hatte nur das Empfinden. Mensch sein heißt gut sein zueinander. All ihre Gedanken, all ihre Worte zum Guten zu bringen, das heißt in die Tat umzusetzen, nicht nur etwas zu versprechen, nicht nur zu sagen.
Fortsetzung folgt.